Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Natururin, Ramses der Dicke und ich haben mal wieder draußen geschlafen. Und so wie man sieht, habe ich überhaupt nicht ausgeschlafen. Ich bin total fertig. Die Nacht davor haben wir unter einer Brücke geschlafen. Da war es doch deutlich schlimmer gewesen. Da habe ich nur 2 Stunden geschlafen. Diese Nacht haben wir immerhin in der Natur verbracht. Die beiden haben sich unter Bäumen gemütlich gemacht. Ich habe mich auf einer Wiese hingelegt. Das zeige ich euch gleich. Und auf der Wiese habe ich immerhin 3 bis 4 Stunden, vielleicht auch sogar 5 Stunden geschlafen. So genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall sehr viel zwischendurch aufgewacht. Also das draußen Schlafen macht mich echt fertig. So, nun zeige ich euch mal, wo ich geschlafen habe. Also diese plattgedrückte Fläche, da habe ich geschlafen. Mein ganzes Bettzeug habe ich schon eingepackt, das ist hier drinne. Der Schal ist mein Kopfkissen. Hier ist meine blaue Decke. Und darunter ist noch eine Gummimatte. Könnt ihr die Gummimatte irgendwie erkennen? Also, das hier ist sie auf jeden Fall. Hier ist mein Rucksack. Ich hatte ja eigentlich einen Bollerwagen auch noch mitgehabt, aber den habe ich ja bei einer Aktion ja komplett geschrottet, so dass ich den einfach entsorgt habe. Und nun zeige ich euch, wo Natururin und Ramses der Dicke schlafen. Es ist jetzt gerade kurz vor 6 Uhr morgens. Ich bin als erster wach. So, hier sind Schuhe und Socken. Ich glaube vom Ramses den Dicken. Jetzt gehe ich mal hier so ein bisschen durch. So, hier ist Ramses der Dicke, der ist schon anscheinend wach. Natururin schläft, war ja klar. Den kriegt man auch wirklich gar nicht geweckt. Hier sind eine Menge Bierflaschen. Oh, sogar noch welche ungeöffnet. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da haben wir gestern Abend gegrillt. Da ist Natururin Stuhl. Und hier ist ein schöner Fluss. Das nennt sich die Vera. So, dann lasse ich mal die beiden mal wieder weiter schlafen. Und werde mir die Zeit irgendwie noch anders vertreiben. Und solange werde ich noch ein bisschen hier die Aussicht hier filmen, damit ihr auch mal schön sehen könnt, wie schön die Natur ist. Aber ganz ehrlich, mein Fall ist die Natur wirklich nicht. So. Und zum Schluss zeige ich euch jetzt noch ein bisschen die Wiese. Hier sind eine Menge Bäume. Da hinten sieht man schon ein bisschen die Zivilisation und ansonsten sehr viel Grün. So, das war's jetzt glaube ich auch wieder von mir. Falls ihr euch wundert, warum ich keine Brille aufhabe, die habe ich gestern komplett geschrottet. Also das hier ist übrigens die Brille. Hier fehlt ein Bügel, auf der anderen Seite fehlt ein Bügel. Und nun kann ich die nicht mehr so tragen. Jetzt muss ich die immer so festhalten. Ärgerlich, aber nicht zu ändern. An dieser Stelle beende ich mal das Video. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.